Hallo, liebe Urlaubsfreunde, Liebhaber der Niederlande und Draußenwohner. Wunderbar. Heute möchten wir euch den Campingplatz Eiselstrand vorstellen. Er liegt in der Nähe von Duisburg. Also in der Nähe, eigentlich fast nebendran. Das ist richtig. 4 Kilometer entfernt mit dem Fahrrad. Man kann auch hinlaufen. Gut, fangen wir gleich damit an. Duisburg ist wunderschön. Auf jeden Fall müsst ihr da hinfahren oder laufen, spazieren gehen, wie auch immer, wenn ihr auf dem Campingplatz Eiselstrand seid. Das ist so ein zauberhaftes kleines Städtchen am Campingplatz raus, links über den Deich, dann seid ihr schon fast da. Der Campingplatz selber ist übrigens auch ganz zauberhaft. Genau, kommen wir mal zum Wesentlichen. Das Ganze liegt in der Provinz Gelderland in den Niederlanden und der Campingplatz liegt direkt an einem Nebenarm der Eisel. Vielleicht war es auch früher mal selbst die Eisel und ist dann abgeschnitten worden irgendwie. Auf jeden Fall, die Eisel ist, das gehört zur Eisel, aber es ist nicht die genau, das heißt anders. Ich kann es aber nicht aussprechen. Wir wieder unsere niederländischen Kenntnisse. Echt wahr, wirklich. Ja, ist so. Wir sollten unbedingt mal einen Sprachkurs machen. Auf jeden Fall liegt der Campingplatz direkt am Wasser. Ja? Mit einem Yachthafen, mit einem Teil des Campingplatzes vor einem Deich. Der andere Teil liegt hinterm Deich. Und wenn ihr ankommt, kriegt ihr einen Platz zugewiesen. Dann könnt ihr euch, wie gesagt, aussuchen. Also entweder direkt am Wasser oder direkt am Strand. Oder auf der Wiese mit Private Sanitär oder auf der Wiese ohne Private Sanitär. Das kann man sich auch aussuchen. Oder es gibt noch einen Zeltplatz. Ja? Das sieht so aus, als würde das gar nicht zu dem Eiselstrand gehören, zu dem Campingplatz. Der hat auch einen anderen Namen, aber das ist irgendwie ein Verbund. Das haben wir nicht so ganz rausgefunden, von drei, wie das so funktioniert, also, aber da liegen 3 Campingplätze direkt nebeneinander. Und wenn man bei Eiselstrand ist, kann man zumindest von dem einen Campingplatz den Indoor-Spielplatz mitnutzen und von dem anderen Campingplatz die Bowlingbahn. Tennisplatz ist da auch noch. Mhm. Wir waren aber noch bei der Lage, es gibt übrigens auch Mobilheime, die ihr mieten könnt. Also angenommen, ihr seid jetzt ohne Wohnwagen, ohne Mobil und auch ohne Zelt unterwegs, dann könnt ihr da ein Mobilheim mieten und könnt euch dann da erholen. Der Campingplatz ist wunderbar ruhig gelegen. Also wir jetzt haben zum Beispiel keine Autobahnstraße oder Flugverkehr oder sowas gehört. Perfekt. Wir standen auf der Wiese mit dem Private-Sanitärhäuschen und hatten da auch eins. Das ist naheliegend. Also die Wiese mit den Private-Sanitärhäuschen ist tatsächlich eine große Fläche, ist aber auch großzügig parzelliert. Es gibt immer Hecken. Kleine Hecken zwischen den einzelnen Parzellen, so dass man sich nicht gerade so auf der Nase rumsitzt. Aber es ist auch nicht groß eingewachsen. Es sind keine großen Bäume da, die Schatten bieten. Also man hat schön Sonneneinstrahlung und kann auch schön über die ganze Wiese gucken. Ja, man kann sich da schön in die Sonne fläzen. Das auf jeden Fall. Ja. Hat natürlich auch dann Satellitenempfang. Ja. Stimmt. Private Sanitär enthält einfach natürlich ein eigenes Badezimmer. Da ist eine Dusche drin, eine Toilette und ein Waschbecken. Wenn ihr ankommt und habt es entsprechend gebucht, bekommt ihr einen Schlüssel für euer Klohäuschen. Und dann könnt ihr es benutzen, während ihr da seid. Und wenn ihr wieder abfahrt, dann gebt ihr den Schlüssel eben einfach wieder zurück. Es gibt auch die Möglichkeit, in das Sanitärgebäude zu gehen, was ich persönlich fast lieber gemacht hätte, weil das so schick und modern war. Und da gibt es natürlich auch alles, was man braucht. Also Duschen, Kinderduschen, Herren, Damen und Toiletten. Kinderduschen vor allen Dingen wieder, diese etwas höher gesetzten, dass man sich nicht bücken muss. Kind drauf, abduschen, wunderbar. Ja, ne? Genau. Also Waschmaschine, Trockner, Spülmöglichkeiten, was eben in so einem Sanitärgebäude ist. Aber das ist einfach so schön gemacht. Also ich fand es toll. Das sieht wirklich super schön. Ja, es war so schön gefliest und so. Also hat man sich direkt wohlgefühlt. Ja, genau. Aber gut, wir hatten Private Sanitär. Kann man sich dann aussuchen, wo man hingeht? Ja, kostet natürlich ein bisschen mehr mit dem Private Sanitär. Die Plätze auf der Wiese, die haben alle Stromanschluss natürlich. Die haben einen Abfluss und eine Frischwasserversorgung. Wenn man unten am Strand steht, ist das nicht mehr so. Da hat man nur noch Strom.
Dafür hat man den Blick auf die Boote. Und direkt aufs Wasser. Ja. Also, machen kann man da unfassbar viel. Ihr könnt natürlich auf der Wiese sitzen bleiben, aber ihr könnt Fahrrad fahren, ihr könnt spazieren gehen. Ihr könnt angeln, ihr könnt euch dort ein Boot mieten. Wenn ihr nicht selber eins habt, was ihr mitbringt, könnt ihr euch eins mieten und könnt Boot fahren. Und auch ein Tretboot und so ein Paddelboot, so ein kleines. Stimmt, das geht ja, auch. Das haben wir auch zum Vermieten. Mhm. Ihr könnt schwimmen am Strand. Oder im Pool. Oder im Pool, genau. Nämlich das Schwimmbad gehört nämlich auch mit noch zum Campingplatz, ist auch teilweise überdacht. Also es ist eigentlich überdacht. Als wir da waren, wurde das abgebaut, repariert, erneuert. Man konnte aber trotzdem das Schwimmbad nutzen, genau. Nur das Dach. Also das ist halt so ein Cabrio-Dach, was man öffnen kann bei schönem Wetter. Und wenn es schlecht ist, dann macht man es halt zu, was ich super praktisch finde. Auf jeden Fall. Ja, auf weil du kannst Fall. Immer ins Schwimmbad gehen. Whirlpool ist ja. auch mit dabei. Ja. Es gibt eine Sauna, die man mitnutzen kann. Ein Spielplatz natürlich in großen, ja. Ein großes Sportfeld mit einem Fußballplatz, mit einem Basketballplatz. Ja. Es gibt, was haben wir noch? Für Mädchen. Oh, jetzt kommt's. Achtung. Ponyreiten. Ja. Also wenn ihr da reinkommt und habt euch noch nicht angemeldet, lauft ihr praktisch schon auf die Koppel mit den Pferden zu. Und es war alles voll mit Mädchen, die da vor dem Zaun standen und geguckt haben. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt 10, 12 wäre, da würde ich ja nicht mehr weggehen. Also ich würde nur dastehen und dann wäre ich im Stall und dann wäre ich ausgeritten. Also für 10, 12-jährige Mädchen ist es der absolute Traumplatz. Und wenn die auch noch Brüder haben, die Boot fahren wollen oder angeln gehen, dann ist der Familienurlaub dort sicher. Schon gerettet. Ja, also da kann passieren, was will. Die Kinder sind weg und die Eltern haben auch ihren Spaß. Genau. Auf dem Nachbarcampingplatz gibt es einen großen Indoor-Spielplatz, den man mitnutzen kann, wenn ja, man wenn sich schlecht dort Wetter ist wenn und schlecht so. Wetter ist. Ja. Ja. Da gibt es auch Tennisplätze. Und auf dem anderen Nachbarcampingplatz gibt es eine Bowlingbahn. Genau. Die kann man auch mitnutzen. Und ist, also das ist so ein Konglomerat. Nein, ja. Das ist so ein Zusammenschluss von drei Campingplätzen, wie auch immer die zusammengehören, das haben wir jetzt nicht verstanden. Das geht uns auch erstmal ja nichts an. Wichtig ist, man kann hier den Spielplatz mitnutzen und dort die Bowlingbahn. Jo. Fertig. Jo. Es gibt übrigens auch noch zwei Restaurants. Eins liegt praktisch neben dem Schwimmbad, so ein Café-Restaurant. Oder es gibt noch so ein schwimmendes Restaurant direkt auf dem Wasser mit Blick auf die Boote. Und oh, das ist schön, der Blick ist ein Traum gewesen. Ja. So im Sonnenuntergang da sitzen, das war herrlich. Doch, das war schon schön. Ansonsten, wenn ihr ankommt, gibt es einen großen Parkplatz. Da könnt ihr euch hinstellen und zur Rezeption dann laufen, um einzuchecken. Neben der Rezeption gibt es einen schönen Supermarkt, der alles hat für den täglichen Bedarf. Morgens frische Brötchen, mal ein bisschen Campingartikel. Die haben alles. Also das waren ganz normale mit Zeitschriften und also Supermarkt mit ein bisschen mehr, was man sonst so in einem Supermarkt ja, bekommt. Viel frische also, Sachen also auch. Also Bademoden und sowas, wenn man die Badehose vergessen hat. Die kann man auch kaufen. Bücher gab es auch, allerdings müsste man dafür wieder Niederländisch sprechen. Ach, so ein Ding aber auch. Ja, das war's schon. Hunde sind erlaubt, das könnt ihr euch denken, weil wir ja da gewesen sind. Zu den Preisen können wir auch hier jetzt wieder nichts sagen. Ihr schaut am besten wieder auf die Internetseite oder ruft an und lasst euch ein Angebot machen. Wir können das nur empfehlen, dahin zu fahren, weil die Lage ist einfach traumhaft schön. Wenn ihr da seid, nicht vergessen, nach Duisburg zu fahren. Genau. Also, wenn ihr eine kleine Rundtour macht durch den Osten der Niederlande, dann solltet ihr diesen Campingplatz auf jeden Fall mitnehmen. Der lässt sich da nämlich ganz gut eingliedern, wie wir jetzt festgestellt haben. Mhm. Ja. Dann bleibt es uns nur, euch viel Spaß zu wünschen, gute Fahrt, viel Erfolg beim Angeln. Petri Heil sagt man in diesem Fall ja. Und für die Mädchen viel Spaß mit den Pferden. Gute Erholung euch allen. Ja, genau. Und probiert mal den Private Sanitär aus und berichtet, wie es gewesen ist. Wir haben das erste Mal getestet und es war interessant. Ja. Bis dahin. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zu unserem nächsten Video. Tschüss.